Hallo und guten Morgen. Herzlich willkommen hier zum Wetter am Montag. Die neue Woche ist da, es ist Sommerzeit und pünktlich dazu kommt nun auch der Frühling in den Nordwesten. Und ich hoffe, ihr habt jetzt alle auch den Grill bereitgestellt, denn den braucht ihr in den nächsten Tagen. Es wird doch sehr, sehr sonnig und sehr angenehm warm, nämlich mehr als 20 Grad, die da jetzt bald möglich sein werden. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Unser Hochdruckgebiet, nämlich die Nicole, die liegt so über Frankreich, über Teilen Deutschlands und wird sich bis zur Wochenmitte auch genau über den Süden Deutschlands legen und uns mit ihrer milden Luft versorgen, die da aus dem Südwesten bzw. Süden nach Deutschland ziehen wird. Und die bringt dann eben sehr milde Luftmassen an, auch in 1500 Metern Höhe eben. Beispielsweise für die Karte morgen. Die Temperaturen in 1500 Metern Höhe liegen dann bei 8 Grad rund um Hamburg, 9 Grad sind es im Emsland beispielsweise und bis zu 10 Grad am Rhein direkt bei Köln bzw. Bonn. In 1500 Metern Höhe wohlgemerkt. Da muss man dann zum Boden noch etwas draufrechnen. Das gucken wir uns gleich an. Erst einmal gehen wir in die Temperaturabweichung eben. Die wird gemessen anhand des langjährigen Klimamittels 79 bis 2010 und dort liegen die Abweichungen dann eben im positiven Bereich bei 8 bis 10 Grad. Es ist also für die Jahreszeit deutlich zu warm, was da jetzt auf uns zukommt. Heute früh spürt man das allerdings noch nicht so ganz. Es ist noch einiges an Frische dabei, vor allem dort, wo es jetzt auch in der Nacht schon relativ klar war. Das ist vor allem im Westen der Fall. Da war es heute Nacht nochmal richtig schön frisch und ist es auch heute früh noch frisch. Ansonsten setzt sich von der Nordsee runter bis zum Rhein und bis in die Eifel die Sonne durch Richtung Hamburg, Richtung Lüneburger Heide und Harz. Sind noch im Tagesverlauf ein paar mehr Wolken mit dabei und auch rund um die Lüneburger Heide kann es noch anfangs den einen oder anderen Tropfen Regen geben, aber das hat sich dann spätestens ab Mittag auch erledigt. Der Wind, der ist noch mal recht ruppig unterwegs und spürbar, vor allem rund um die Nordsee. Auch in Teilen Niedersachsens und auch noch mal kurzzeitig Richtung Brocken. Ansonsten ist es relativ windschwach und auch sehr angenehm warm. Schon bis zu 20 Grad rund um Essen, Düsseldorf und Köln, aber auch Richtung Wesel 19 Grad, Richtung Aachen 18 Grad, auch Richtung Lingen, Meppen, Nordhorn bis zu 18 Grad und ansonsten auch 16 bis 18 Grad, die wird er erreichen. Lediglich etwas frischer bleibt es dann mit dem auflandigen Wind eben auf den Nordseeinseln. Hier werden es um 10 Grad sein in etwa. Auch in der kommenden Nacht ist es überwiegend klar, etwas dichtere Wolken ziehen dann eben noch an der Elbe entlang. Aber ansonsten bekommen wir es mit sehr klarem Himmel zu tun und ein paar Schleierwolken. Die Temperaturen, die rutschen dann natürlich in den einstelligen Bereich, liegen dann bei 4 bis 2 Grad. Vom Sauerland bis zum Harz, 8 sind es auf den Inseln und sonst liegen wir im Binnenland ebenfalls so bei 6 bis 8 Grad, in Hamburg auch mal 9 im Schnitt in der Nacht. Und dann kommt der Dienstag, der mit wieder sonnigste Tag dieser ganzen Woche. Viel Sonnenschein, ein paar Schleierwolken mit dabei, wenige Quellwolken sind noch rund um die Elbe zu finden, aber ansonsten wirklich durchweg von früh bis spät Sonnenschein. Dazu sehr angenehmer, schwacher und vor allem warmer Wind und das macht sich auch in den Temperaturen deutlich bemerkbar. 21 Grad rund um Lingen, ebenso im Großraum Hannover und Celle, Paderborn, Lippstadt, 22, vielleicht sogar 23 Grad werden es an Rhein und Ruhr und auf den Inseln bleibt es dann eben etwas kühler mit 10 Grad. Gucken wir uns noch den Mittwoch an, der ebenfalls schöne Tag und ebenfalls wieder anfangs viel, viel Sonnenschein, ein paar Quellwolken, die dazukommen. Aber ihr habt es ja gestern schon von mir gehört, es kommt dann ja eine Wetteränderung spätestens ab Donnerstag. Und es ziehen dann also am Mittwochnachmittag, Spätnachmittag und Abend von der Nordsee schon die ersten Quellwolken rein, die sich dann eben in der Nacht auf Donnerstag rasch verdichten werden und dann auch den Wetterwechsel bringen mit der deutlichen Abkühlung. Bevor das allerdings stattfindet, gibt es noch mal richtig milde Temperaturen über Tag, nämlich bis zu 24, vielleicht sogar 25 Grad an Rhein und Ruhr. Und damit besteht die Möglichkeit, dass wir jetzt sogar einen Sommertag erreichen können. Dafür brauchen wir die 25 Grad. Aber auch im großen Rest werden es 19 bis 22, teils 23 Grad sein. Mit dem Wind ist das angenehm und wunderbar. Vor allem windgeschützt in der Sonne wird sich das richtig mild anfühlen. Und dabei belassen wir es heute doch auch einfach einmal und genießen das, was da jetzt kommt. Morgen kümmern wir uns dann um das,
was danach kommt, nämlich die Abkühlung zu Ostern. Ich danke mir fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen ersten sonnigen Tag.